Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei den bakteriellen Infektionen der Augen. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach. Und das Ganze schließt mit 3 Antibiotika in Klammern Augen- und Ohrentropfen, Klammer zu. Und die sind rot bewertet, wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Es ist nicht ausreichend nachgewiesen, dass die Kombination aus verschiedenen Antibiotika der Anwendung einer Einzelsubstanz überlegen ist. Neomycin führt leicht zu Allergien. Ich lese vor. 3 Antibiotika in Klammern Augen- und Ohrentropfen, Klammer zu. In diesem Augenmittel sind mehrere, zum Teil veraltete Antibiotika miteinander kombiniert. Gramicidin und Neomycin und Polymyxin B. Die Bewertung rot. Wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Es ist nicht ausreichend nachgewiesen, dass die Kombination aus verschiedenen Antibiotika der Anwendung einer Einzelsubstanz überlegen ist. Neomycin führt leicht zu Allergien. Neomycin und Polymyxin wirken aber nur gegen eine spezielle Gruppe von Bakterien. Das ist der erläuternde Text. Neomycin und Polymyxin wirken aber nur gegen eine spezielle Gruppe von Bakterien. Bei der gemeinsamen Anwendung der beiden Wirkstoffe addieren sich die negativen Effekte, ohne dass es einen nennenswerten therapeutischen Vorteil gibt. Wichtig zu wissen, nach der Behandlung mit Antibiotika kann sich eine neue Infektion entwickeln, ausgelöst durch Pilze oder durch Erreger, die gegen das verwendete Antibiotikum resistent sind. So, im Kapitel Augen geht es weiter mit Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Ich mache da mal mein Zeichen rein. Und da kommt mein Blatt Papier rein. Es gibt sehr viele geeignete und auch geeignete Medikamente. Salicylsäure wird als wenig geeignet eingestuft und es gibt eine Kombination, die mit Einschränkung geeignet ist, die ist gelb. Ja, und es geht von 104 bis Seite 110. Das heißt, da ist ein bisschen mehr vorzulesen und das Ganze schließt mit einem gelben Kasten Augenmittel anwenden. Das war's, glaube ich, für heute. Der Telekom-Anschluss meiner Eltern ist nicht so schnell, deshalb macht das jetzt keinen Sinn, weiter in EU-Lehr leicht gemacht vorzulesen. Ich höre deshalb mit Vorlesen für heute auf. Tschüss. Ja.